Spediteur, der ankam, der hat mich gefragt, ob wir blind wären oder taub. Also wirklich richtig peinlich. Für jedes Kind einen Diamanten bekommt. Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz viele von euch haben sich ein Video gewünscht, in dem ich zeige, was meine Kinder zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, beziehungsweise was wir geschenkt bekommen haben. Und ich habe mir gedacht, jo, ist eigentlich eine ganz gute Idee, vielleicht dient es als Inspiration. Und außerdem war die Umfrage auf Instagram glasklar. Und deshalb drehe ich natürlich sehr, sehr gerne dieses Video ab. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Wir starten mit dem Lissandro. Er hat sich Merch gewünscht von seinem Lieblingsturmspringer hier auf YouTube, und zwar dem Riede. Der hat einen Online-Shop und da hat der Lissandro sich zwei Pullis ausgesucht, die ich ihm dann eben auch gekauft habe. Zum einen ist es dieser hier. Das ist jetzt das, was hinten drauf ist. Vorne ist er ganz schlicht. Und der andere Pulli, der ist gerade in der Wäsche. Da ist hinten ja der Aufdruck ein bisschen anders. Auf jeden Fall war der Lissandro ganz, ganz glücklich, dass er das eben bekommen hat. Und dann hat er sich noch eine Eismaschine gewünscht, die allerdings sehr, sehr feines Eis macht. Also so, dass er Slush machen kann. Einfach dann Sirup drauf. Und da war er auch sehr, sehr glücklich mit der Maschine. Wunsch erfüllt für das Kind. Wir schauen uns einfach jetzt weiterhin noch um nach einer Eismaschine. Aber fürs Erste ist die auf jeden Fall super toll. Vor allen Dingen zu Geburtstagen und zu anderen Feierlichkeiten, wenn die Kinder dann eben alle da sind und sie ihr leckeres Eis essen können. Dann hat der Max, das ist unser großer Sohn, der hat von uns einen Gutschein bekommen. Und zwar für die Therme in Erding. Ja, also wir sind ja unglaublich gerne in Schwimmbädern und das ist ja so die größte Therme überhaupt. Es ist zwar ein ganzes Stück von uns entfernt, deshalb habe ich dazu eine Übernachtung gebucht. Jawohl, so sieht es aus. Es ist nicht gerade günstig, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe zwei Eintrittskarten gekauft, ja, einmal für die Celine und einmal eben für den Max. Celine ist Max' Freundin. So sieht das Ganze aus. Ja, und der Max hat sich total gefreut und da werden sie auf jeden Fall zwei schöne Tage in München verbringen und sich dann eben auch noch ein bisschen die Stadt anschauen an dem anderen Tag, wenn sie eben nicht in die Therme gehen. Der Liam, das ist unser jüngster Sohn, der hat was zum Spielen bekommen. Der Liam, der liebt Xylophone, er hat schon eins, aber das musste auch sein, denn da war jetzt noch so eine Trommel mit dabei. Und das ist so, so süß, wie er sich damit beschäftigt. Meiner Freundin Steffi noch was für die Badewanne bekommen. Die Steffi hat mich gefragt, was er denn brauchen könnte. Und für die Badewanne hatte ich nichts mehr von den Jungs aufgehoben. Ich fand das irgendwie nicht so sonderlich toll. Ich meine, der nächste Bruder zum Liam, der ist 12 Jahre alt und 12 Jahre brauche ich jetzt nichts von der Badewanne aufzuheben. Ansonsten habe ich sehr, sehr viel aufgehoben. Jedenfalls ist es total süß, was die Steffi ihm gekauft hat. Und zwar sind da so Tierchen dabei und noch so ein Netz. Das habe ich hier auch irgendwo. Moment. Da ist es. Das sieht total süß aus. Hier wie so ein Hai. Ne? Und dann kann er sich immer die ganzen Sachen aus der Badewanne rausfischen. Ist er total mit beschäftigt und super glücklich. Ach, und dann hat der Liam noch eine Eisenbahn bekommen. Die fliegt hier aber in sämtlichen Teilen durch die Gegend. Ich habe aber den Karton hier. Und zwar ist es diese hier. Ja, auch total schön von den Farben. Sehr ähnlich zu den Farben. Deswegen fand ich das sehr passend. Kann man so aufeinander stecken. Und da ist er auch immer total beschäftigt und super glücklich, dass er das bekommen hat sozusagen. Er kann es ja eigentlich noch gar nicht verstehen, was da los ist. Ich meine, er ist ein Jahr alt geworden und da, finde ich, sollte man das Ganze auch nicht übertreiben. Und ja, ich bin jetzt so ganz zufrieden mit dem, was er bekommen hat. Dann hat mir meine Freundin Steffi eben auch noch ein schönes Paketchen für mich zurechtgemacht. Das finde ich super, super toll, was sie sich da überlegt hat. Und zwar ist es hier so ein Säckchen. Und da sind so Abschminkpads drinnen, die ich dann eben immer und immer wieder verwenden kann und eben auch waschen kann. Und das finde ich sehr genial, sehr nachhaltig und da freue ich mich wirklich sehr. Und es ist so witzig, weil ich das bei ihr in der Story gesehen hatte und mir das Ganze auch bestellen wollte. Und jetzt habe ich es eben in meinem Weihnachtspaketchen gehabt. Ich habe noch was für den Liam vergessen. Und zwar hat er noch diesen wunderschönen Pulli hier von meiner Freundin bekommen. Und der ist so, so süß, denn, jetzt Achtung,
Der hat dieses coole Gadget noch mit dabei. Richtig, richtig schön. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ich habe euch noch vergessen, die Schachtel hier von diesen Make-up-Removern zu zeigen. Ich versuche euch sowieso mal alles unten in der Infobox zu verlinken. Dann müsst ihr nicht so lange danach suchen. Aber was ich euch nicht verlinken kann, ist folgendes Geschenk. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und zwar ist es auch noch von meiner Freundin Steffi gewesen. Unglaublich schön, dieser Traumfänger, den sie eben selbst gemacht hat. Also so selbstgemachte Geschenke sind sowieso, wie ich finde, eigentlich so mit das Schönste, denn derjenige, der das gebastelt hat, hat sich natürlich unglaublich viel Mühe gegeben, hat sich Gedanken gemacht, also nicht, dass man sich jetzt keine Gedanken macht, wenn man was kauft, aber sie hat mir das auch im Brief reingeschrieben, dass sie die ganze Zeit an mich gedacht hat, während sie das eben gebastelt hat, und es war wirklich viel Arbeit. Lange war sie daran gesessen und mir gefällt dieser Traumfänger eben sehr, sehr gut. Da habe ich mich, wie gesagt, sehr darüber gefreut. Der Gianluca hat mir eine Mütze geschenkt. Da habe ich mich allerdings auch darüber gefreut. Wobei ich sagen muss, dass ich der Meinung bin, dass ich kein Mützengesicht habe. Deshalb setze ich sie jetzt lieber nicht auf. Ich finde sie aber wunderschön. Die Farbe gefällt mir gut und auch der Schnitt. Und deshalb ist es mir eigentlich ganz egal, ob ich dann rumlaufe wie der letzte Honk. Mein Kind hat es mir geschenkt und deshalb werde ich sie auf jeden Fall aufsetzen. Und die hält mein kleines Köpflein definitiv warm, oder großen Kopf. Deswegen sieht es ja bei mir auch nichts aus. Egal. Also die Mütze hier vom Gianluca. Und dann habe ich was richtig, richtig Tolles von meinem Patenkind bekommen. Und zwar zum einen eine wunderschöne Karte. Da habe ich mich natürlich auch sehr darüber gefreut. Und zwar ist die hier. Ich habe ja zwei Patenkinder. Das habe ich jetzt von meinem jüngsten Patenkind bekommen, sagen wir es mal so. Ja, und da hat sie mir eine wunderschöne Karte gebastelt. Da habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Und jeder, der mir schon länger folgt, weiß, dass ich Eichhörnchen liebe, ja? Eichhörnchen. Ich sage das immer so total komisch. Das muss man auch nicht verstehen, dazu gibt es eine Geschichte. Aber ist jetzt egal, jedenfalls hat sie mir diese wunderschöne Tasse geschenkt. Wie schön ist die bitte? Und da sind eben zwei Eichhörnchen drauf. Also richtig, richtig toll, dass man da einfach dran denkt und schaut, dass man da eben passend was dazu findet. Das ist halt einfach richtig schön. Dann machen wir weiter mit dem Gianluca. Mein Geschenk von meinem Mann, das zeige ich euch dann später, beziehungsweise sage euch später noch was dazu. Jetzt machen wir mit dem Gianluca weiter. Der Gianluca, der ist 14 Jahre alt und er hat sich AirPods gewünscht. Ja, also was soll ich dazu sagen? Er ist genauso wie ich und der Moritz ein Apple-Freak, die anderen nicht so. Und deshalb sollten es für ihn AirPods sein. Die haben wir ihm auch gekauft. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil er sie jetzt gerade mit dabei hat. Und ansonsten habe ich ihm, das hat er sich jetzt so nicht gewünscht, ein wunderschönes Hemd gekauft. Da hat er sich auch sehr darüber gefreut. Oh, Moment, ich habe noch das hier vergessen zu zeigen. Das war noch hier bei meiner Tasse dabei. Ja, die Leute um mich herum, die mich kennen, die wissen, dass ich eine kleine Naschkatze bin. Und total lecker, diese Teile hier von DM. Also der Gianluca, der hat von mir noch ein Hemd bekommen, und zwar dieses hier von Guess. Das fand ich von der Farbe richtig, richtig schön. Der Gianluca ist ja sehr groß, sehr durchtrainiert. Gut, der ist auch viermal die Woche beim Training. Und dieses Hemd, das sieht so, so toll an ihm aus, weil es auch so ein bisschen tailliert ist. Also richtig, richtig schön. Da hat er sich auch wirklich sehr darüber gefreut. Und dann habe ich ihm noch Unterwäsche gekauft. Die halte ich jetzt natürlich nicht in die Kamera. Und zwar von Calvin Klein Boxershorts. Und dann hat er sich selbst noch von Supreme Boxershorts ausgesucht. Ja, aber die halte ich jetzt natürlich auch nicht in die Kamera. Das war soweit für den Gianluca. Der Moritz, der hat so eine Karte, Speicherkarte, Speicherplatz, keine Ahnung, da kenne ich mich nicht so gut aus. Auf jeden Fall hat er das gebraucht für seinen Computer. Das hat er bekommen. Dann hat er sehr, sehr schöne Kleidung bekommen, die er sich tatsächlich auch selbst ausgesucht hat. Da habe ich mich auch sehr gewundert. Und zwar einen wunderschönen Pulli und eine Hose von Tommy Hilfiger. Da waren wir eben im Shop. Und dann eben auch noch Socken und Unterwäsche von Tommy Hilfiger. Und er hat sich noch neue Schuhe gewünscht, ja. Aber da muss ich auch dazu sagen, er ist 2,5 Jahre mit seinen Schuhen rumgerannt, wirklich Tag und Nacht. Das
winzige Paar Schuhe, das er hatte. Und so sahen sie dann auch aus. Also wirklich richtig peinlich. Ich habe ihm dann auch immer gesagt, bitte, ne, lass uns mal neue Schuhe kaufen. Nee, die kommen jetzt noch nicht raus und er will jetzt keine, weil er auf die wartet, die da neu rauskommen, was weiß ich. Jeder, der Kinder in dem Alter hat, wird verstehen, was ich meine. Jedenfalls habe ich ihn jetzt überzeugen können, die zu kaufen und wir warten trotzdem noch auf die anderen, die jetzt dann bald rauskommen. Auf jeden Fall ging das gar nicht mehr mit seinen alten Schuhen. Ja, das war soweit der Moritz. Hoffentlich habe ich da jetzt nichts vergessen. Mein Mann, der hat Parfüm bekommen von den Jungs und auch von mir. Von mir hat er auch noch Unterwäsche bekommen. Ja, dann kommen wir jetzt noch zum Geschenk von meinem Mann für mich. Und dann sage ich euch, was ich mir selbst noch gekauft habe. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass meine Männer daran denken, aber nee, war aber nicht schlimm. Umso besser, denn ich weiß, ja, wie und was, aber dazu kommen wir gleich. Ich spreche in Rätseln, jedenfalls das Geschenk von meinem Mann. Wunderschön, er hat mir einen Ring geschenkt vom Juwelier und der ist wirklich richtig schön. Dazu gibt es aber auch eine kleine Geschichte, die ich mal so nebenbei erzähle. Und zwar waren wir in der Schweiz und da kam eine ganz, ganz nette Frau auf uns zu. Wir waren da eben gerade unterwegs, haben ein bisschen Sightseeing gemacht und sie war Chinesin und total sympathisch, total offenherzig. Und da kam sie auf uns zu und hat mich dann gleich angesprochen, wie viele Kinder ich habe und es hier wäre ja so viel Trubel und es wäre so viel los. Dann sage ich, ja, ich habe 5 Jungs. Und da hat sie mich ganz verdutzt angeschaut und meinte, oh Wahnsinn, das ist ja super toll. Und bei ihr, in ihrem Land, wäre es so, dass die Frau für jedes Kind einen Diamanten bekommt. Ja, und da habe ich mich total kaputt gelacht und habe natürlich meinen Mann angeschaut. Also jetzt nicht vor der Frau mich kaputt gelacht, sondern das war dann so unser Running Gag im Laufe der Zeit. Und mein Mann hat mir jetzt einen wunderschönen Ring geschenkt, das sind 5 Steine eben. Ja, ob jetzt Diamanten oder nicht, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Jedenfalls ist mir der Ring zu breit, leider. Und deshalb muss ich ihn leider umtauschen. Ich habe nämlich nur so kleine Wurstfinger und dann sieht so ein großer Ring, wie ich finde, also nicht so schön aus. Und ich möchte natürlich, was ich geschenkt bekomme, auch nutzen und tragen. Und es wäre einfach viel zu schade, wenn das dann im Schrank rumliegt. Und deshalb werde ich dann nochmal zum Juwelier gehen und mal schauen, was ich mir eben dafür dann aussuche. Ich nehme meinen Mann natürlich mit, damit er dann eben mitentscheidet. Aber ich finde es eben auch immer total wichtig, dass einem die Geschenke dann auch wirklich gefallen. Also nicht, dass der Ring jetzt hässlich wäre, das jetzt nicht. Vor allen Dingen der Gedanke, dass da eben 5 Steine sind. Ganz egal, ob jetzt Zirkonia oder echte Steine, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Jedenfalls ja, war das halt so sein Gedanke. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall schauen, dass ich da noch was finde. Ich habe mir überlegt, auch vielleicht noch einen kleinen schmalen Ring zu meinem Ehering zu kaufen. Ich habe ja jetzt hier tatsächlich 4 kleine Diamanten, ganz kleine, wirklich, also ne, so. Und dass man dann vielleicht noch einen kauft und dann eben so die 5 Diamanten in einer Reihe hätte. Ja. Aber wie gesagt, Diamanten hört sich so heftig an, ne? Ist es nicht. Ball flach halten. Ja, und was ich mir geschenkt habe. Und zwar folgendes. Kleine Richie kommt 2020 nach Deutschland. Er hat wieder eine Deutschland-Tour. Ja. Und ich wäre natürlich kein wahrer Fan, wenn ich das nicht wüsste. Und ich habe mir einmal eine VIP-Karte gegönnt. Da habe ich ihn tatsächlich auch getroffen, allerdings nur 1 Minute. Und das war so, so teuer, aber es war ein Erlebnis. Und das würde ich jederzeit wieder tun, sparen und mir das irgendwann nochmal ermöglichen. Diesmal ist es keine VIP-Karte, weil das nicht angeboten wurde und die Karte ist trotzdem unfassbar teuer gewesen, weil sie ja schon recht weit vorne im Block ist und ja, ich freue mich drauf und ich werde auch ganz alleine hinfahren nach Wiesbaden diesmal im Juni und vielleicht sehe ich auch jemanden von euch. Ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch auch Lionel Richie gerne hören, jetzt nicht so Fans sind wie ich wahrscheinlich, bin ich die Einzige, die so gestört ist. Jedenfalls freue ich mich wirklich riesig, da habe ich drauf gespart und das habe ich mir quasi zum Weihnachtsfest
geschenkt, wenn man so will. Ne? Man braucht ja für alles immer eine Entschuldigung, eine Ausrede. Ja, ja, ich grinse schon wieder total, wenn ich von Lionel Richie spreche. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen auf Instagram, wie das alles läuft, beziehungsweise ich werde euch dann vielleicht auch auf Instagram mitnehmen, wenn ich, beziehungsweise nicht direkt mitnehmen, sondern ich werde euch dann zeigen, was ich mir für einen Ring ausgesucht habe, falls ihr euch das wünscht. Und ansonsten war es jetzt eigentlich soweit schon von den Geschenken, die bei uns unterm Tannenbaum lagen. Und vielleicht war es, wie gesagt, eine kleine Inspiration oder es hat euch einfach jetzt Spaß gemacht, zuzuhören und zu schauen, worüber sich unsere Jungs bzw. mein Mann und ich uns gefreut haben, falls es gerade Deutsch war, aber ich glaube schon, ich bin immer noch im Lionel Richie Fieber. Und ja, meine Lieben, dann hoffe ich natürlich, dass auch ihr ein wunderschönes Weihnachtsfest hattet, dass ihr euch auch mit tollen Sachen beschenkt habt, Sachen, die euch wichtig sind. Das Schönste ist natürlich die Zeit, aber das muss ich, denke ich, nicht dazu sagen. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Es ist unbezahlbar. Und das sollte man natürlich auch schätzen und das tun wir auch. Wir haben zur Weihnachtszeit viel Zeit miteinander verbracht, wir haben viel unternommen und schätzen die Zeit, die wir eben gemeinsam haben, sehr. Aber das wisst ihr auch, wenn ihr mir schon länger folgt, dass sowas Materielles eher in den Hintergrund rückt. Aber es sind dennoch Kinder und sie freuen sich eben auch, ne, wenn da was unterm Tannenbaum liegt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, der Max, der hat normalerweise in den letzten Jahren immer was ganz, ganz Tolles und super Überlegtes für uns gehabt. In diesem Jahr nicht. Ich denke, er war ein bisschen im Stress, was das Studium betrifft. Also er musste sehr, sehr viel lernen. Und ja, es ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ich auch weiß, dass der Max unter dem Jahr immer mal wieder an uns denkt und uns irgendwelche Sachen dann kauft, die wirklich witzig sind, aber auch die wir brauchen. Ich hatte ja mal unterm Tannenbaum so einen Schlüsselfinder, so einen Schlüsselanhänger, der sehr, sehr wertvoll ist, weil der Max weiß, dass ich ständig meinen Schlüssel verlege oder verlegt habe. Und solche Sachen, das ist so Max-like. Sehr, sehr cool, was er uns immer schenkt. Aber wie gesagt, in diesem Jahr hat er nicht so viel Zeit gehabt, was auch nicht schlimm ist. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr auf jeden Fall im nächsten Video wieder mit dabei seid. Jetzt wünsche ich euch natürlich nur das Beste. Und sag mal, bis zum nächsten Video. Ciao. Ich habe noch was vergessen. Und zwar haben wir uns einen neuen Fernseher gegönnt. Mein Mann und ich. Der ist ein bisschen groß, würde ich sagen. Also für mich zu groß. Aber ja, Männer und Technik. Deswegen, ja, ist schon okay. Der Spediteur, der ankam, der hat mich gefragt, ob wir blind wären oder taub. Der hat aber nur Spaß gemacht, logischerweise. Klar, ich verstehe auch den Spaß und ja, habe ich jetzt ganz vergessen, euch noch zu sagen, dass hier noch was Neues zu Weihnachten für uns eingezogen ist. Ja, wir haben uns auch noch, was das betrifft, selbst belohnt.